Jo, und was geht? Euer Karasu ist hier back mit Dragon Ball. Ja, ich muss aber erstmal kurz sagen, hier ist eine kleine Spoilerwarnung angebracht, denn wir haben jetzt einige Spoiler aus der Story, die einige Minuten oder es wird ein bisschen was zusammengefasst aus dem Trailer. Man sah ja sehr viel in den Trailer schon. Und ja, man hat jetzt alles so ein bisschen zusammengefasst. Es ist sehr viel aus dem Trailer, was man erahnen konnte, also was ich auch in anderen Videos schon mal erwähnt hatte. Und dann sind auch ein paar kleine Einzelheiten, was wir halt noch nicht wussten. Also, wenn ihr das erfahren wollt, dann bleibt dran. Wenn nicht, dann muss ich euch leider sagen, Vorsicht, Spoilergefahr. So, kommen wir aber erstmal zu dem ersten. Ich habe es jetzt in mehrere Passagen aufgeteilt, ja, weil es doch sehr lang war. Und wir nehmen uns jetzt mal einzelne Sachen durch und dann werde ich dazu was sagen. Und ja, meine Sichtweise dieser Einheit, meine Sichtweise dieses Spoilers sagen, ja, und ihr könnt natürlich gerne, wie in den Kommentaren, immer gerne darauf antworten, ihr könnt auch gerne diskutieren mit mir, schreibt einfach das alles in die Kommentare. Kommen wir aber jetzt mal zu dem ersten, Spoiler, und zwar, vor 41 Jahren hatte der König des Planeten Vegeta ein Baby, das in nicht allzu ferner Zukunft als Saiyajin-Prinz Vegeta berühmt wurde und er stolz auf seine starken Fähigkeiten als stärkster Krieger war. Gleich nach seiner Geburt wurde der Knabe wie alle Spartaner genau begutachtet. Wäre er klein oder kümmerlich gewesen, kränklich oder missgestaltet, hätte man ihn ausgesondert. Zur gleichen Zeit hatte er eine treue militärische rechte Hand, Paragus, auch das Vergnügen, ein neues Leben zu begrüßen, Broly, der noch mehr ungenutztes Potenzial hatte als Vegeta. Aber der eifersüchtige König Vegeta verbannte Baby Broly auf einem Planeten dunkel und entfernt in einer kleinen Raumkapsel. Ja, das sehen wir natürlich hier oben auch nochmal. In den Trailer haben wir es auch gesehen, also in den zweiten Trailer, im ersten noch nicht, aber im zweiten Trailer haben wir gesehen, dass Broly ja mit der Kapsel weggeschickt wurde, dass Paragus auch mit dabei war, ne, dass er zu Vegeta hingegangen ist, zum König Vegeta hingegangen ist und gesagt hat, ja, was hast du mit Broly gemacht, ne, und ist dann sofort aus dem Fenster gejumpt und ist hinterher geflogen. Und ja, das sehen wir im Trailer und hier haben wir auch nochmal das kleine Indiz dazu. So, kommen wir aber zu den nächsten. Und zwar, Paragus wurde wütend, verriet König Vegeta, um nach seinem geliebten Sohn zu suchen und fand ihn auf einem stürmerischen Planeten. Verzweifelt verlor er den Weg nach Hause, als der Aufprall der Landung sein Schiff zerstörte. Was bedeutete, dass er, sein Sohn, jahrzehntelang ohne Hoffnung in Ruhe gelassen wurde. Also er wurde sozusagen auf dem Planeten, er ist dann natürlich raus aus dem Fenster, haben wir ja gesehen, ist dann hinterher in der Raumkapsel auf Vegeta, haben wir auch alles im Trailer gesehen, also es ist noch nichts Neues. Dann ist er natürlich hinterher, hinter Broly, ja, sein Baby hinterher, ist ihn auf dem Planeten, was wir natürlich auch schon gesehen haben. Wir haben ja mehrere Entwürfe gehabt, einmal wo wir den Planeten Vegeta gesehen haben und dann einen fremden Planeten, den wir noch nicht kannten. Dann haben wir natürlich hier auch noch oben zu sehen, Freezers Anhänger, ne, die haben ja auch, oder in diesem Bild sieht man, dass sie halt auf diesem Planeten sind und halt irgendwas suchen. Das haben wir jedenfalls schon im Trailer gesehen. Ja, und ja, das Schiff geht kaputt und sie stranden dann halt auf diesem Planeten und müssen jahrzehntelang dort ausharren. Das Gute ist natürlich, ja, sie werden in Ruhe gelassen, ne? Sie werden nicht weiter verfolgt, ja. Und ja, von wem auch, ne? Freezer hatte dann ein paar, ja, ich weiß nicht, ein paar Jahre später dann den Planeten sowieso zerstört. Also hatten sie sowieso da sowieso Ruhe. Aber halt auch ohne Hoffnung sind sie auf dem Planeten und wahrscheinlich haben sie da trainiert und haben Broly zu diesem Monster gemacht, was er denn im Film auch darstellt. So, kommen wir zu dem nächsten und zwar zur selben Zeit werden 6 Dragon Balls aus dem Labor von Bulma für den wiederaufstandenen Freezer gestohlen, der seinen Ehrgeiz erfüllen möchte. Währenddessen findet die Freezer-Armee-Patrouille Paragus und Broly zufällig in entlegenen Gebieten der Galaxie und bringen ihn zu Freezer, wodurch sie ein stärkeres Bataillon bilden. Überrascht von der hochtrainierten Kampfkraft von Broly, Freezer überredet mit einer List Paragus und geht in ihr eisiges Land, wo die Dragon Balls entdeckt werden. Ja, wir haben ja im Trailer gesehen, dass die Dragon Balls wieder einen Bezug darauf haben, was ich auch sehr cool finde, dass wieder die Dragon Balls mit einbezogen wurden. Ja, und nicht mal nur kurz gezeigt werden, sondern dass sie sich auch irgendwie auf die Suche nach die Dragon Balls machen. Ne? Okay, die haben aus Bulma ihren Labor einfach die Dragon Balls gemobst, ja, für den Freezer ist auch ein, ja, sie haben es gesucht, haben es gefunden und dann haben sie sie geklaut. So in etwa. Sehr lustig.
Aber Freezer hat natürlich hier auch einen Hintergedanken, ne? Er versucht natürlich auch Paragus zu überreden, ne? Mit einer List Paragus zu überreden, dass er natürlich seiner Armee beitritt, ne? Und mit Broly dann einen mächtigen Verbündeten hat, weil Freezer kann auch diese Kampfkraft wahrscheinlich spüren. Also ich denke schon, dass Broly diese Kampfkraft auch ausströmt, ja, weil wir sehen ja auch im Trailer, dass Vegeta nämlich auch sagt, was ist das für eine unglaubliche Kampfkraft, ne, und wo hast du so kämpfen gelernt, ja. Also sie haben auf dem Planeten nicht nur rumgechillt, ja, und einfach nur gesessen und geschlafen und gegessen oder sonst dergleichen, sondern er hat Broly wirklich hart trainiert und zu einem riesigen Monster gemacht. Und das ist auch ganz klar, weil Paragus hat ja auch gesagt, Broly trainieren will und dass er ihn rächen will. Im Trailer konnte man das lesen. So, kommen wir zu dem nächsten, und zwar Goku und Vegeta, als sie in die Richtung ein eisiges Landes ein, um die verlorenen Dragon Balls zurückzuerobern, ja, die halt Freezer seine Handlanger geklauen haben aus dem Labor, stellt sich ihr permanenter Rivale Freezer und der furchtbare Broly in den Weg. Die tödliche Schlacht fängt gerade erst an, aber angesichts der überwältigenden Macht von Broly, die sich allmählich im Verlauf des Kampfes entwickelt, werden Goku und Vegeta gezwungen, seinen defensiv zu handeln. Also sie müssen in defensiv gehen, ja, und man sieht auch, dass Goku und Vegeta hinterher sind, um die Dragon Balls zurückzuerobern, was natürlich wichtig ist, ne, weil Freezer möchte sich ja unsterblich wünschen, ich glaube, der war unsterblich, dass ihm halt keiner mehr töten kann oder besiegen kann oder vielleicht möchte auch noch mächtiger werden, wissen wir nicht ganz genau, aber früher war es halt so, dass Freezer unsterblich werden wollte, also auf Namek wollte er einen Wunsch haben zum unsterblich werden. Was Vegeta ja auch haben wollte, um Freezer halt zu besiegen. Ist natürlich eine coole Sache, ne? Ist wie bei Garlic Junior. Unsterblich. Ja, keiner kann ihn töten oder besiegen, ja. Besiegen schon, aber nicht töten, ja. Weil er ja unbesiegbar, unsterblich ist, ne? Also er kann nicht sterben halt. Ja, und beim Saiyajins damals war es ja so, sie hatten dann immer noch so einen Senki-Boost, wo sie halt immer stärker wurden, ne? Wenn sie halt Nahtoderfahrungen hatten. So, dann sehen wir auch oder lesen, dass Freezer und Broly sich gegen diese beiden stellen. Wir haben auch im Trailer gesehen, dass Broly sich sofort auf Vegeta stürzt. Natürlich, klar, Paragus hatte natürlich Rachegedanken, ne? Und da jetzt sein Sohn da ist, ne, von König Vegeta, der Sohn wird dann natürlich sofort auf ihm losgehen. Haben wir auch im Trailer gesehen. Was Freezer in dieser Situation macht, weiß ich nicht genau. Ob es wurde auch gesagt, dass Freezer gegen Broly kämpfen wird. Vielleicht passiert das schon davor, wo er halt die Kampfkraft sieht von Broly, ne? Also vielleicht kämpfen sie kurz, wo er halt abcheckt, oh, Broly ist ja doch extrem stark. Den holen wir mal lieber in unsere Armee. Wir müssen da irgendwas uns ausdrücken. Kann ich mir gut vorstellen, dass der Kampf mit Freezer und Broly vorher schon ist, ne? Bevor die anderen halt Vegeta und Son Goku kommen. Ja, und dann natürlich das, was wir aus Broly, alten Broly von Z, natürlich aus der Z-Ära, hatte ich ja auch im Video erwähnt, dass es die Dragon Ball Z, Dragon Ball Classic und Dragon Ball GT-Ära gibt und dann die Dragon Ball Super-Ära. Und in der Z-Ära oder in dem alten Dragon Ball wussten wir ja auch, dass Broly, umso länger der Kampf dauert, umso mehr Kampfkraft entwickelt er, ne? Umso stärker wird er. Und das war halt immer gefährlich an Broly. Man darf oder dürfte den Kampf nie langatmig strecken, sondern man musste sofort knallhart ihm kalt machen. Das war immer das große Problem an Broly, dass sein Ki immer weiter und weiter stieg und er damit immer mächtiger wurde. Und das wird sich hier auch wieder spiegeln. Und dann haben wir auch im Trailer gesehen, dass er sich natürlich verwandelt in Full Power Broly oder in den legendären Broly und dann natürlich alles wegrasiert. So, das waren die vier einzelnen Spoiler-Inhalte. Also wie gesagt, es ist nichts Neues. Also wir haben sehr viel schon aus dem Trailer gesehen und es spiegelt in etwa schon den Trailer wieder. Ich habe jetzt noch ein paar Anregungen dazu, wie ich mir vorstellen könnte, wie das alles so ablaufen wird. Ja, aber ich bin gerne auf eure Meinung und Kommentare gespannt, was ihr darüber denkt. Ja, was ihr von Freezer, ob der Kampf wirklich vorher mit Broly schon stattfindet, wie Freezer Broly und Paragus umwirbt, damit er in seine Armee kommt. Ja, und was Freezer natürlich vorhat mit den Dragon Balls. Das alles unten in die Kommentare. Würde mich sehr freuen, etwas zu lesen. Wenn euch auch alles gefallen hat, hinterlasst doch ein Like. Ja, und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert einfach den Kanal. Es kostet euch nichts. Ja, und Support ist immer geil. Ja, das war's aber von mir. Ich bin dann wieder erstmal raus und ciao.